rückwärts seitlich bewegen, um die Rückhand zu umlaufen und ausholen wie zur Topspin-Vorhand. Griffhaltung in Mittelgriff wechseln. Treffpunkt. Schlagbewegung von oben hinten nach vorne unten. Schlagfläche im Treffpunkt leicht nach oben geöffnet. Den Ball leicht einwickeln, um ihm rückwärts 3 zu geben. Schlagvorbereitung wie für eine Vorhand-Topspin Inside-Out. Kurz vor dem Schlag umschalten auf Vorhand-Slice-Bewegung. Schlagbewegung von hinten oben nach vorne unten. Treffpunkt seitlich vor dem Körper. Ball einwickeln, indem der Schläger weiter nach vorne oben geführt wird. Trainingsaufgabe. Spiele 10 Stops Inside Out. Spiele alle Schläge übers Netz und versuche immer kürzer zu werden. Achte darauf, den Griff so spät wie möglich zu ändern, um deine Intention zu verschleiern.